Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 2. Ja, im letzten Part sind wir hier in der Mine in der Windmühle angekommen. Haben hier die Mühle zum Stehen gebracht. Und habe euch ja erklärt, wieso, warum ich das alles gemacht habe. Ihr seht es ja beim nächsten Mal. Hier ist das Tor auf. Hör auf mit Giftpfeilen so schießen, sonst gibt's ein paar auf die Ohren. Stiefel des Männchen. Was haben wir jetzt eigentlich da nochmal gekriegt? Häftlingskaputt, so schlecht. Dann ist schlechter. Das ist auch schlechter. Da haben wir doch noch mal was, hä? Aber es lädt nicht. Doch jetzt. Stiefel des Männchen. Gut, okay, das ist nichts Besonderes. Ich muss nämlich. Hallo? Da ziehen will ich nicht. So. So. Kaputt machen. Gegenstand holen. Jetzt muss ich da hinten lang. Weil da ist nämlich jemand. Hi. Und der ist auch sehr wichtig. Den braucht man auf jeden Fall. Shush. You eager. Stay quiet. I'm on the run. Don't give me away. You're a fugitive too, eh? Yeah? Why else would you be here? Weil ich weiß, dass du da stehst. It's got death written all over it. You want to climb down here? I can lend you a ladder. But, how much can you offer me? Das kann ich nicht verpfeifen. Oh, yep. I'm trying to help you, you know? Have you no gratitude? Downright rude, really. I've got a soft heart, so... I let you off. This once. All right. It'll be just a moment. Der will uns ganze Seelen aus dem Tasche reißen. Aber dafür macht er uns Leitern. Oder besser gesagt, stellt Leitern aus. Und wie ihr wisst, in Majula gibt es ja den Brunnen. Man kann auch anders darunter kommen, aber durch diesen Typ, durch diesen netten Herrn und mit insgesamt, ich glaube, warte, ich glaube, es sind 12, 20, ich glaube mit 25.000 Seelen insgesamt. Macht er euch drei Leitern. Es gibt, glaube ich. Ja, Geste lernen. Kniefallgeste. Gegenstände kaufen. Hier hat er noch so irgendwie Krallen sind cool. Peitsche ist cool. Die Peitsche. Ich würde mal gerne mit Peitsche. Also ist sehr gut hier. Verleiht Magie. Verleiht Blutungseffekt. Leiter Miniatur. Das kann man holen für ganz zum Schluss irgendwas. Well, apparently. Ja, jetzt hört er uns. Erklärt uns das. And the poison, well, does wonders for her body. You know, health and beauty and that sort of stuff. And I thought only human women were so petty. That creature, she was human once, you know? Yeah. In fact, she was wed to the prince of that nearby castle. But her husband? He had feelings for another. The princess was desperate, sought eternal beauty. Hoping that it would restore the prince's affection. You see what I mean? Before long, the princess's ire transformed her into a monster. Now, listen here. When do you think this all happened? Long ago, when this very land was called something else. We say Dranglik now, but countless kingdoms have risen
and fallen on this very spot. And this won't be the last. Oh, no. That damned hag just can't let her old flame go. She's going to get us all burnt. God's almighty. I'm not going to die in this dump. God. Fine then. All the best. Ja, ihr habt jetzt gehört, er hat jetzt über die Frau geredet. Mit, ach, so schöner, dass sie Schönheit, ewige Schönheit haben möchte. Und hier seht ihr jetzt das Item, was wir von hinten da gesehen haben. Und das haben wir jetzt auch hier bekommen. Mumm. Mumm, mumm. Verstehe ich nicht. Naja. Ja, also wie gesagt, der Typ, der sehen wir jetzt auch in Machula, der kann uns dann halt drei Leitern machen. Einmal für 5, einmal für 8 und einmal für 12.000 Seelen. Und wie es halt so ist, je mehr Seelen wir ihm geben, desto größer ist die... gesagt hat, desto länger ist die Leiter und desto weiter kommen wir dann halt runter. Und... ach ja, hier sind wir jetzt. Okay. Da gibt es auch noch was. Da oben gibt es noch was. Da hinten geht es weiter. Aber ich will jetzt erst da hoch. Denn da oben gibt es was. Jetzt müssen wir hier an dem Hebel ziehen. So, jetzt gehe ich da hoch. Da oben gibt es nämlich eine Kiste. Hallo Kiste. Aber hier explodiert alles. Okay, ich muss erst was machen gehen. Das ist... ist gut jetzt! Alter! Kein Problem. Da unten ist nichts Besonderes momentan. Mann. Weil hier ist zu. Genau. Hey, Tübi. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie schon aufgemacht habe oder so. Ich weiß es gerade nicht. Es ist jetzt... da hinten ist eine Zauberdame, eine Magierin. Da oben ist auch eine Magierin, merke ich gerade. Ja, komm. Wer hat mich jetzt vergiftet? Wo zur Hölle hat mich jetzt wer vergiftet? Geht doch schneller. Meine Güte. Ach, da hinten, du. Aufzutrinken.
Okay, ich bin gerade irgendwie falsch ausgewichen, merke ich gerade. Zum Glück habe ich noch irgendwie blocken können, weil sonst wäre ich im Arsch gewesen. Ich glaube, der ist runtergesprungen, ne? Der andere Typ. Ja. Hallo? Also ich halte das so fertig. Genau, da komme ich von der anderen Seite. Hi. Ah. Aber da möchte ich jetzt gar nicht. Ich möchte eigentlich, irgendwie wieder da rüber. Genau. Ha. So, weil jetzt kann ich nämlich da runter gehen. Ach komm, dies mache ich auch noch fertig. Komm. Hi. Wenn ich schon mal dabei bin. Ja, ihr seht, die hat nicht viel aus. Komme ich da rüber? Soll ich es riskieren? Ich riskiere es jetzt einfach. YOLO. Wow. Ich bin wirklich rübergekommen. Drachenamulett. Zufluchtsort. Ich habe jetzt zwar nicht dran geschlagen, aber ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie Falle wäre oder so. Seele eines tapferen Kriegers. Nein. Und ich bin tot. Ah, oh Gott. Wo war jetzt mein Leuchtfeuer? Nach unten. Okay. Ja gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Bei den Typen muss ich jetzt gar nicht mehr, also die Typen jetzt da muss ich nicht mehr umbringen. Da kann ich jetzt einfach vorbeilaufen. Und ich bin ja da direkt wieder. Hi. Und ja, wisst ihr was, das ist mir jetzt irgendwie zu viel. Ist mir jetzt egal, ob da oben noch so viele Leute sind. Ich mache jetzt einfach die Kiste auf und gehe dann weiter. Nein. Ja. Mira-Schild. Ich glaube, das ist besser. Ich bin mir jetzt gerade nicht. Ich bleibe jetzt mal gerade hier stehen. Ist Mira-Schild. Ja. Das ist Mira-Schild. Ich habe immer noch kein hundertprozentiges Schild. Doch. Was hier? Ah, mein PC macht nochmal Mucke. Merke ich gerade. Ich habe immer noch kein 100%, ja, außer das Großschild, Turmschild. Aber da, bis ich das tragen kann, dauert ja ewig. Es ist ja unglaublich, dass ich immer noch kein 100% vom physischen Schaden Parierschild habe. Hier geht's nicht weiter, ne? So. Da hinten steht jemand. Oh.
2. So, hole ich das Item da. Maske des Mannes. Hier da hinten, das. Ich hätte, glaube ich, einfach. Also, stimmt ja, da oben habe ich noch meine Seelen. Wir waren das 4000 oder sowas, ne? Ey, da habe ich jetzt. Ich habe jetzt echt gerade keine Lust, da jetzt hochzugehen. Vielleicht hole ich es mal noch. Vielleicht auch nicht. Ach ja, gut. Nee. Da oben seht ihr schon, wenn man hier hinter. Ja, ihr seht da, ne? Da hinten ist Nebelwand. Da ist der Boss. Hier oben. Nee, das mache ich. Mache ich mit Pfeilenbogen. Das ist einfacher. So. Die zwei eigentlich. Upsa. Die zwei eigentlich sei so simpel. Die bringt sich auch selbst um, weil sie jetzt vergiftet ist. Genau. Also die eine vergiftet sich eigentlich immer selbst. Ich kann hier eigentlich schön sicher stehen bleiben. Weil die trifft mich eigentlich nicht von hier. Genau. So. Ja. So, drücke ich einfach das Schwert in die Rücke. Mach dich auf und dann zack und ich weg. Gegenstand aufnehmen. Ein Schwarzbilderspeer. Sieht Akku. Aber warum braucht der Intelligenz und Wille? Aber der ist auch schnell kaputt, oder? Robustheit hat 50. Okay. Die hält nicht viel aus. So. Zwei lock ich hier raus. Obwohl. Nee. Moment. Ich mach's mal anders da. Ich versuch's hinzukriegen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich sterbe jetzt dabei. Aber. Ja, hinten dran sind. Da ist nichts Besonderes. Aber. Hi. Hast du mich gesehen? Hast du mich nicht gesehen? Hi. Jetzt hast du mich gesehen, ne? Komm mal da runter. Der hat eine geile Sichel. Ist nochmal ein NPC-Gegner. Der haut ordentlich rein. Ich sehe nichts. Er hat mich tot gemacht. Ach, scheiße. Ich habe gesagt, Alter. Die NPCs, die darf man eigentlich. Es ist halt das Problem, ich habe keine hundertprozentige. Jetzt bin ich nur hier. Ja gut, jetzt sind die anderen Seelen weg. Das ist mir jetzt eigentlich gerade eigentlich Schnuppe. Aber ich habe halt keine hundertprozentige psychische Blockchance. Und das ist dann halt das Problem, weshalb ich nicht also hundertprozentig abblocken kann. So. Machen wir jetzt erstmal nochmal die. Selbstschutz. Können wir uns nochmal auf die andere konzentrieren. So. Bin ich zu nah? Hallo? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Seit wann kommt die so nah?
Gegenstand aufnehmen. Das Dämmerungskraut hier. Ey, du, komm her. Schlag die Dinger zu breit, komm. Hör auf zu trinken. Darf nicht trinken. Ist schlecht für die Figur. Bester Ärmel. So. Bevor du mich triffst, mach ich fertig. Ja, die Seelen kann ich mir jetzt holen. Ich werde es mal nochmal probieren. Ja. Hi. Hallo, hier ist doch. Gut, ich hab's geschafft. weil hier oben ist eigentlich ziemlich praktisch. Einmal hier. Leuchtfeuer. Ja. Und einmal hier. Ein Schatz. Ich weiß gerade nicht, was da drin ist. Verstanden ist etwas. Stimmt, das wollte ich ja auch noch gucken, für was das gedacht ist. Dann ist mal, ja gut, einmal probiere ich es. Hi. Ja, natürlich trifft er mich noch. So, ihr seht jetzt. Was, das Gift ist noch da? Ach nee, stimmt ja. Außen das Gift ist noch da. Genau. Außen das Gift war noch da, stimmt. Aber hier war überall Gift, das war's. Das war's gewesen. Komm her. Das war's gewesen. Hier war überall Gift gewesen. Ja. Nein, das bringt mich nicht um. Mythar, die irgendwas. Aber ganz ehrlich, ich kenne sie halt unter Naga von WoW. Ich weiß halt nicht, wie man sie wirklich nennt. Heißt sie wirklich Naga? Ja. Ich würde sagen, für den Part war es jetzt. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich könnte jetzt den gerade noch schnell machen, aber ja, es hat jetzt nicht so funktioniert. Wie gesagt, im nächsten Part machen wir dann weiter und gucken, dass ich dann halt... Ich versuch's mal jetzt gerade nochmal alleine. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, ciao.